Sigrid, schön, dass du da bist. Gerne. Freue mich sehr. Gerne. Ich freu mich auch. Dieses tolle Buch mitgebracht hast, in dem auch viele Anleitungen sind, wie wir denn etwas bewusster wieder werden, wie wir das Leben genießen können, wie wir eben glücklich werden, also leben, lieben und glücklich sein können. Mhm, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Du bist Paartherapeutin. Mhm. Hat sich das über die ganzen Gespräche mit den Klienten ergeben, dass du gesagt hast, okay, also rein über Gespräche, wir brauchen ein paar Übungen, die Leute müssen was an die Hand bekommen, um einfach wieder glücklicher zu leben, das bewusst zu machen. Also vor allen Dingen liegt so der Fokus auf dem Satz, es ist ihre Entscheidung. Ja. Es kommen so viele Paare zu uns, die haben eigentlich, wie wir immer sagen, so alle Zutaten für ein schönes Leben. Die sind gesund, die haben Kinder, die gesund sind, die haben finanziell keine Sorgen. Und dann machen die sich das Leben schwer. Und dann stellen wir uns immer so die Frage, warum denkt niemand darüber nach, dass es doch in einem selber liegt, glücklich zu sein oder eben nicht, dass man selber jeden Tag dafür die Entscheidung trifft. Ja, die Ressourcen hat jeder in sich. Also selbst, jetzt hast du von fast schon einem Idealbild gesprochen. Also Menschen, denen es im Prinzip gut geht, denen es an nichts fehlt, die es aber trotzdem irgendwie nicht so wahrnehmen. Aber selbst den Menschen, denen es nicht ganz so gut geht, wie die, die du gerade beschrieben hast, selbst dort gibt es immer etwas, wo du sagst, daran kann ich mich erstmal orientieren. Da gibt es trotzdem, es gibt ein paar gute Dinge in meinem Leben. Und mit diesen Dingen dann arbeiten und damit, sagen wir, das Gute zu verstärken, einfach den Fokus zu verändern. Genau, also einfach mal zu sagen, was ist denn meine Lebensqualität? Egal wie die Voraussetzungen sind, es ist in allem eine Lebensqualität drin. Und ich würde das gerne mal so zeigen, was ich eben so oft erlebe. Da gibt es so Menschen, die... Ich kann auch gerne ein Stück mal nehmen. Genau. Schauen wir mal an, das sind, also ich bin jetzt schon bei 200 und es gibt Menschen, die leben wirklich so, als hätten sie 200 Jahre Zeit, die vergeuden Energie, die verschieben alles auf später. Aber es ist halt leider Gottes so, dass wir wissen, es ist irgendwann vorbei. Und zwar, wo hast du es abgebrochen? Ja. Bei? So ist es halt im Leben. Bei 100. Bei 89 sind wir noch gut dabei. Ja. Jetzt rechne ich aber so, wenn jemand dann, ich sage jetzt mal, übergewichtig ist, sich nicht bewegt, raucht, alles das tut, was man im Leben nicht tun sollte. Die Einschläge auch langsam näher. Genau, und jetzt sind wir bei 71. Ja. Und wenn ich jetzt so entlang fahre, und jeder kann mal für sich selber so mitrechnen, hier haben wir bei 10... 20, 30, 40, wenn jemand bei 50 ist, dann wird das Stück immer kürzer, bei 60 und plötzlich bleibt nicht mehr viel übrig. Setzt dann so die Hektik ein? Also Menschenskinder, jetzt muss ich aber alles nachholen oder ist das Bewusstsein noch gar nicht da? Weil das liest man ja immer wieder so über Bücher, wo es um Menschen geht, die auf dem Sterbebett liegen, dass dann immer so hochkommt, was sie alles bereuen, was sie nicht getan haben. Genau. Dass da dann einem einfällt, was man alles nicht erlebt hat. Ja, und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe meinen Vater und meinen Bruder leider sehr, sehr früh verloren. Die sind beide so knapp über 50 gewesen. Und beide wussten ein Jahr vorher, dass sie sterben müssen, aufgrund der Diagnose, die da war. Und dann haben die beiden oft gesagt, hätte ich doch bloß, wäre ich doch noch. Mhm. Und mein Vater hat meiner Mutter immer gesagt, wir fahren später mal nach Frankreich, ich zeig dir Frankreich. Und dann gibt es von einem Tag auf den anderen kein Später mehr. Mhm. Und das macht man sich aber oft erst dann bewusst, wenn es so ist, wenn die Diagnose da ist oder wenn irgendwas passiert ist. Und deswegen ist es so schade, dass die Menschen nicht mit 20, 30, 40, 50 anfangen. Jetzt mache ich mal hier, ich bin schon hier. Also wenn ich meins jetzt noch wegbreche, dann bleibt noch so viel übrig. Mhm. Vielleicht habe ich Glück und es ist ein bisschen mehr. Aber es stellt sich jeden Tag die Frage, was mache ich mit diesem heutigen Tag? Weil es könnte auch kürzer sein. Ja, jetzt sagt der ein oder andere, also entgegnet dir dann, oder ja, das ist ja alles ganz schön, ich habe nur noch so wenig Zeit oder ich sollte früher anfangen, aber ich habe gar nicht die Möglichkeiten. Also jetzt sag mal Frankreich anzugucken, ich habe gar nicht das Geld, ich habe nicht die Zeit. Was sagst du denn? Ausreden gibt es ja immer. Also man findet immer Gründe, vielleicht gar nicht unbedingt immer Ausreden, aber Gründe zu nennen, warum dies und jenes eben nicht jetzt geht, sondern auf später verschoben wird.
Also für mich gilt es eigentlich, jeden Tag einen Plan und ein Ziel zu haben. Jetzt nicht zu sagen, eben muss es Frankreich sein, muss es irgendwas sein, sondern dass man zum Beispiel morgens sich schon bewusst macht, wie gestalte ich diesen Tag heute? Also mit welcher Lebensqualität möchte ich diesen Tag besetzen? Und da geht es eben nicht, also jetzt kann man wieder, ja, wie kann ich mir das aussuchen? Ich bin fest angestellt, also ich laufe jetzt um 8.30 Uhr, muss ich da im Büro sein, bis 17 Uhr bin ich da und dann gehe ich halt wieder nach Hause, dann muss ich noch schnell einen Einkauf machen und dann eben das Abendessen machen und dann gucke ich vielleicht noch eine Stunde oder anderthalb Fernsehen und dann gehe ich wieder ins Bett und am nächsten Morgen geht die Tretmühle wieder los. Mhm. Weil, was sagst du dem Mensch, was habe ich denn da noch an Selbstbestimmung? Wie kann ich denn jetzt hier anders in den Tag gehen? Das ist doch alles schon vorbestimmt. Also für mich beginnt schon mal vorm Aufstehen. Es gibt also Menschen, die sind so explosiv Aufsteher, die machen die Augen auf und springen aus dem Bett und zack, 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 wird alles abgearbeitet. Die funktionieren den ganzen Tag. Mhm. Und denen empfehle ich einfach bewusst mal liegen zu bleiben und darüber nachzudenken, selbst wenn ich um 8 Uhr im Büro sein muss, dann war es doch meine Entscheidung, zu sagen, ich möchte einen Job haben, ich möchte gewisse Annehmlichkeiten haben, die ich ohne Job mir vielleicht nicht leisten kann. Also ich habe mich entschieden, diesen Tag so zu gestalten, dass ich eben meiner Verantwortung der Familie gerecht werde und dadurch halt um 8 Uhr irgendwo sein muss. Aber ich kann entscheiden, mit welchem Gesicht, mit welcher Stimmung gehe ich da. Dann sage ich, oh Gott, jetzt muss ich wieder in den Job. Oder ich kann auch sagen, nee, ich möchte das ja. Ich möchte am Monatsende mein Gehalt haben und ich möchte mir gewisse Dinge leisten können, die ich sonst nicht habe. Also freue ich mich, dass ich einen Job habe. Ich freue mich auch, dass ich aufstehen kann. Ich empfehle immer, eine Dankbarkeitsliste zu schreiben und alles aufzuschreiben, wofür wir im Leben dankbar sein sollten, weil so viel vergessen wird. Ist interessant. Also möglicherweise wirst du auch die Erfahrung oder ganz bestimmt wirst du die Erfahrung gemacht haben mit Klienten, dass sie ein Weilchen brauchen, wenn sie diese Übung vielleicht ein allererstes Mal machen. Mhm. Wofür kann ich, wie dankbar, genau. Wofür soll ich denn jetzt bitte schön dankbar sein? Ja. Guck dir mein Leben mal an, ich habe dir das gerade erzählt, da kann ich doch für nichts dankbar sein. Und da gibt es aber doch in jedem Leben immer etwas. Wir sprechen gleich noch weiter drüber, wie man denn an die Dinge kommt, die einen glücklich machen, für die man dankbar sein kann. Sigrid Sonnenholzer ist bei mir. Einen Zollstock hast du schon zerbrochen, natürlich aus gutem Grund, um uns zu zeigen, wie die Lebensspanne denn auch mal etwas kürzer werden kann und mit fortschreitendem Alter wir immer weniger Zeit haben, das zu tun, was wir vielleicht schon immer mal so im Kopf hatten. Macht man sich da tatsächlich immer so den Kopf darüber, was will ich eigentlich im Leben, oder machst du darauf überhaupt erst mal aufmerksam? Ja, es ist oft so, dass man eher darüber nachdenkt, was ich nicht habe. So anknüpfen an das, was die Kollegin vorher gesagt hat, dass wir sehr darauf gedrillt sind, immer zu schauen, was passt nicht, anstatt eben zu schauen, was passt. Und es ist so eine Entwicklung, die fast alle Menschen durchlaufen. Also wenn man hier mal, ich habe hier so ein Blatt Papier und ich vergleiche das mal mit einem kleinen Kind, das zur Welt kommt und es ist körperlich und geistig gesund, das setze ich jetzt mal voraus, dann ist es auch psychisch unversehrt. Und leider kommen eben dann im Laufe der Erziehung diese Einschläge, Erziehungsmaßnahmen und alles, was man als Eltern natürlich gut meint. Aber wir können schon mal davon ausgehen, ein kleines Kind lernt übrigens als erstes nicht unbedingt das Wort Mama und Papa, sondern das Wort Nein. Das darfst du nicht. Nein, das ist gefährlich. Nein, das machst du bitte nicht. Also es geht schon mal los mit so ersten Überlegungen. Es ist nicht alles so einfach, wie es erstmal ausgeschaut hat. Dann kommt so ein Kind in den Kindergarten und plötzlich erfährt es, oh, da sind noch andere Kinder. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen geschickter als ich. Ich kriege vielleicht auch mal von der Kindergärtnerin geschimpft, weil ich nicht aufgeräumt habe. Oder nicht aufgegessen. Ja, und dann wird das Selbstbewusstsein von Kindern schon ein bisschen eingeschränkt. Und spätestens, wenn man in die Schule kommt, der eine oder andere erinnert sich sehr wohl noch dran, dass der Lehrer oder die Eltern gesagt haben, was soll denn aus dir mal werden, wenn du so weitermachst? Also man zieht sich immer mehr zurück. Und dann irgendwann einmal kommt so der Punkt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich den Mann oder die Frau fürs Leben gefunden. Und der sagt, tut mir leid, du bist es nicht. Ich habe mich schon für jemand anderen entschieden. Und man wird immer ein wenig zögerlicher. Und dann geht man irgendwann ins Berufsleben und auch da lernt man, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Halt mir lieber den Mund.
damit du deinen Job hier behältst. Und was ich in der Paarberatung ganz oft höre, wenn ich frage, haben Sie das, was Sie mir gerade erzählt haben, Ihrem Mann oder Ihrer Frau auch schon gesagt? Dann sagt derjenige zu mir, wissen Sie, ich sage schon lang nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir plötzlich aus jemandem, der eigentlich, man erinnert sich an das schöne Blatt, das vorher war, jemand, der ein kleines Selbstwertgefühl hat, wenig Selbstbewusstsein, weil man immer nur gehört hat, was nicht passt. Weil wir darauf gedrillt werden, auf die Defizite, was übrigens dann passiert. Also es gibt auch in der Psychologie dafür einen Begriff, ja, der heißt freie Entfaltung der Persönlichkeit, ja, so nennen wir das. In Wirklichkeit ist es aber so, viele Menschen entfalten sich dann bei der Midlife Crisis, mhm, wenn sie sagen, oh, ich habe eigentlich immer nur für andere funktioniert, war immer nur für die anderen da, wo bin ich denn geblieben? Und das ist auch so meine Mahnung mit diesem Zettel, früher drüber nachzudenken, was will ich denn? Nicht in Egoismus, schon im Zusammenleben mit anderen Menschen, aber eben nicht nur zu schauen, was nicht passt, sondern anzuschauen, was passt denn alles? Was ist alles Positives da? Also es muss nicht immer erst die Krise kommen, wenn man sich vorher Gedanken macht, denn mhm, kriegen wir inzwischen ja auch mit, das Thema Burnout. Menschen landen immer früher, mhm, eben in genau dieser Krankheit, in diesem Symptom. Genau. Liegt das unter anderem eben daran, dass ich mich so zusammengefaltet habe und nie auf mich und meine Bedürfnisse gehört habe? Was will ich eigentlich im Leben? Ja. Sich das nie gefragt hat? Also oft erlebe ich in der Beratung, dass die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht formulieren können, weil sie es unterdrückt haben, weil sie gelernt haben, das interessiert eigentlich keinen, du hast für andere da zu sein. Und natürlich, je mehr Energien ich abgebe für andere, aber keine zurückbekomme, umso schneller bin ich auch Burnout gefährdet. Jetzt ist die Schule natürlich auch genau der richtige Ort dafür, um eher zusammenzufalten und mhm, nicht darauf zu achten oder zu lernen, darauf zu hören, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mich entfalten, was möchte ich im Leben eigentlich. Also das Schulsystem eigentlich immer noch so eins, was dazu gedacht ist, also mal Fabrikarbeiter zu züchten. Und eben nicht sich kreativ zu entfalten. Das wird dann eher immer zusammengestutzt. Also wie kommt man aus diesem System, wenn man über 10, 12 Schuljahre oder 13 teilweise da ganz anders informiert wurde, was man zu denken und zu tun hat, wie kommt man aus diesem System denn dann wieder für sich raus? Das ist ja geprägt und das sind ja sehr prägende Jahre. Ja, also für mich eine der wichtigsten und einfachsten Übungen aufzuschreiben, mal sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was macht mich denn liebenswert? Was sind meine Stärken? Und da unterscheide ich zwischen Funktionsstärken, da sind wir wieder bei dem Thema für die anderen, und meine menschlichen Stärken. Also wenn jemand sagt, ja, ich glaube, ich werde geliebt von meiner Familie, weil ich gut kochen kann, das ist eine Funktionsstärke, sondern ich werde geliebt, weil ich ein großes Herz habe. Dann ist es eine menschliche Stärke. Und sich das selber bewusst zu machen, ist der erste Schritt. Ich nehme mal an, dass in deiner Praxis Funktionsstärken viel eher genannt werden können als eben diese inneren Werte, diese persönlichen Stärken. Wie bringst du Menschen darin, weil ich glaube, das ist so dieses Ding, auch diese Übung, sich vor einen Spiegel zu stellen und zu sagen, sich selbst anzuschauen und ich liebe mich zu sagen oder ich liebe dich, dem Spiegelbild das zu sagen. Das fällt einigen Menschen doch sehr schwer. Die können es auch tatsächlich, sagen es auch nicht. Sagen, nee, das kann ich nicht, ich kann das nicht zu mir sagen. Wie bringt man die Leute dazu, sich selbst wieder zu lieben, sich selbst anzunehmen? Also manchmal helfe ich ein wenig nach von außen. Also ich kenne Menschen 3, 4, 5 Minuten und dann sehe ich schon eine Stärke an dem, dass der eine besondere Ausstrahlung hat, dass der einen besonderen Optimismus widerspiegelt, dann helfe ich auch und gebe so Tipps. Schauen Sie, wenn ich Sie anschaue, dann sehe ich diese Dinge und manche trauen sich einfach auch nicht, das zu formulieren. Und wenn dann schon mal jemand sagt, ich finde das und das toll an Ihnen, man kann sich es auch von Freunden geben lassen oder wenn ich zu jemandem sage, stellen Sie sich vor den Spiegel, dann sage ich nicht, schau dich an und sag, ich liebe mich, sondern schau dich an und schau mal, was liebst du an dir? Welche besonderen Punkte sind es? Und da findet man immer etwas. Da muss man sich irgendetwas gefällt einem. Genau. Was auch immer das ist, finden Sie es raus, stellen Sie sich mal vor den Spiegel und finden ein Teil etwas, was Ihnen
an sich gefällt. Wir haben gleich noch eine tolle Übung, die du mitgebracht hast, die wir gleich auch noch gemeinsam machen. Bereiten sich schon mal auf eine kleine Übung vor. Natürlich tolles Lesen in den Büchern, aber natürlich Lesen ist es nicht allein. Auch Umsetzen, machen, ne? Bewusstsein erst einmal. Also ich knüpfe mal an das an, was die Christa gerade gesagt hat. Ist es den Menschen überhaupt bewusst, ob sie negativ denken, ob sie positiv denken? Und dazu mache ich eine kleine Übung. Alle Zuschauer können mitmachen. Ganz einfach, jeder, der eine Armbanduhr jetzt anhat, legt mal die Hand auf die Uhr. Wenn ich keine Armbanduhr habe, trotzdem einfach aufs linke Handgelenk. Tun Sie mal so. Sie können auch so mitmachen. Und dann stelle ich die Frage, und zwar bitte ohne, dass Sie nachschauen, was ist da, wo die 6 sein sollte? Also was haben Sie da? Denken Sie an Ihre Uhr, die vielleicht jetzt daheim liegt. Ist das ein Punkt? Ist da ein Strich? Ist da die römische, arabische Zahl? Vielleicht das Datum sogar? Mhm. Also jeder hat so ein Bild. Jetzt dürfen Sie kurz nachschauen. Und gleich wieder Hand auf die Uhr. Hat es gestimmt? Die meisten sagen, nee, hat nicht gestimmt, weil ich da nie drauf achte. Und dann stelle ich die Frage, ohne dass Sie nachschauen, bitte Hand drauf lassen, wie spät ist es denn jetzt gerade? Oh, ich glaube, es könnte so kurz vor 3 sein. Ah, okay, genau. Sie haben doch gerade auf die Uhr geschaut. Warum wissen Sie nicht, wie spät es ist? Weil ich Ihren Blick gelenkt habe. Einmal auf den Punkt, einmal weg von den Ziffern, einmal hin zu den Ziffern. Und genau so ist es, dass jeder Mensch selber die Entscheidung hat, wo er den Blick hinlenkt. Ob auf das Negative oder auf das Positive. Ich möchte mal ein Bild auch so in die Kamera halten. Einfach ganz kurz hinschauen. Ich halte es mal für dich. Ja, gerne. Und jetzt ist schon die Frage, wie schnell, was fällt einem jetzt ein? Ja. Da gibt es Menschen, die sagen, oh, das ist aber ein schönes Bild. Das vermittelt mir so ein gutes Gefühl. Und es gibt Menschen, die schauen hin und sagen, was, Paarberatung? Das funktioniert doch sowieso nicht. Das Bild ist so kitschig. Also das haut nicht hin. Allein dass da zwei so anscheinend liebevoll ihre Hände und das Herz halten. Ja. Fühle ich mich in der Beziehung tatsächlich so gehalten und geborgen? Ja. Und dann denken manche, das ist doch unrealistisch. Ja. Und manche sagen, oh, das weckt in mir den Wunsch, tatsächlich etwas zu tun. Oder ja, so geht's mir. Und das heißt, dass immer das, was einem zuerst einfällt, ich sage mal so einen kurzen Satz und jeder Zuschauer kann für sich mal den Satz vollenden. Die Welt ist voller ... Blumen beispielsweise. Ja, genau. Aber idealerweise. Dann könnte man dann sagen, hier, na gut, voller Stress, voller Lärm, voller Hektik. Voller Idioten. Gut, das ist das Buch von Christa. Menschen, ja, voller Menschen, die mir das Leben schwer machen. Ja. Und immer das, was einem zuerst einfällt, hat sehr viel Bedeutung, wie mein Denken geprägt ist. Mhm. Ob es positiv geprägt ist, ob ich wirklich erstmal die schönen Dinge des Lebens sehe oder ob es negativ geprägt ist und ich wirklich den Fokus immer auf das lege, was nicht passt. Und das sollte man ändern und das kann man ändern. Was ich in letzter Zeit gemacht habe, weil der Frühling ja so schön ist, auch hier in Berlin, es viele, viele Blumen gibt und die Bäume schöne Blüten haben. Ich bin recht achtsam durch Berlin gelaufen und habe immer zwischendurch tatsächlich so ganz Nahaufnahmen von Blüten gemacht, von Blumen gemacht. Ja. Da richtet man auch seinen Fokus. Und was du dann siehst, wenn du die Details dir der Blumen anguckst, und manchmal, du siehst es gar nicht so genau, aber auf dem Smartphone, wenn du es dann größer machst, dann siehst du die Details einer Blüte, einer Blume. Auch darauf kann ich mich fokussieren. Auch dafür kann ein Smartphone gut sein, sich auf wirklich schöne, positive Dinge zu fokussieren. Ja, und vor allen Dingen kann man dann wirklich in einer Situation, in der man Stress hat, genau diese Bilder tatsächlich herrufen. Ja. Weil so wie Sie jetzt gelächelt haben, als Sie uns das geschildert haben, so lächelt auch der Zuschauer, wenn ich sage, schauen Sie mal Ihr Smartphone an und suchen Sie sich ein Bild, das Ihnen gut gefällt. Schon allein, wenn die das Smartphone hochholen, dann sehe ich schon, aha, lächeln. Dann, wenn das Bild da ist, dann wird das Lächeln noch breiter. Und das ist das äußerliche Zeichen dafür, dass auch die inneren Emotionen sich positiv geschärft haben. Und das kann man immer und an jeder Stelle und zu jeder Zeit machen. Ja, und da hat, glaube ich, wirklich jeder auf seinem Handy, auf seinem Smartphone Fotos, ob es jetzt von den Enkelkindern, von den Kindern, vom Haustier, vom Hund ist oder eben vom Urlaub, eine ganz besonders schöne Situation. Da gibt es, glaube ich, immer was. Immer, immer. Es ist nur schärfen den Blick, genau, den Fokus, was will ich sehen? Auf das, was ich sehen möchte. Jetzt ist natürlich, wenn jemand
den Fokus tatsächlich immer aufs Negative legt, das Negative sehen möchte. Was läuft denn da im Hintergrund ab? Was ist da passiert in der Kindheit? Hieß es dann eben immer, du bist es nicht wert, du hast es nicht verdient, dass ich einfach das Positive nicht sehen kann, egal was da Positives um mich herum passiert? Ja, also leider Gottes ist es ja so, dass Kinder, Eltern, also nicht leider Gottes, manchmal auch im positiven Sinn, aber auch im negativen Sinn, Kinder glauben ihren Eltern alles. Der beste Beweis ist für mich, jeder von uns hat an Osterhasen geglaubt, glaubt ans Christkind. Ja, da können uns die Eltern alles erzählen. Und es funktioniert eben, ja, jetzt sage ich leider Gottes, auch in der Richtung, wenn man einem Kind immer vermittelt, das kannst du nicht, dazu bist du noch zu klein, dazu bist du zu doof, das wirst du sowieso nicht schaffen, dann prägt sich das einfach so tief ein, dass man es als Erwachsener richtig schwer hat, da zu sagen, ich möchte aber gegensteuern und ich möchte auch die schönen Seiten an mir und auch die schönen Seiten des Lebens für mich entdecken. Und das ist dann manchmal harte Arbeit, aber es lohnt sich anschließend, weil der Mensch dann positiver ist und leichter durchs Leben geht. Und das schaffen wir auch. Also es gibt genügend Mittel, Methoden, Werkzeuge, wie wir diesen Switch dann auch schaffen, ob wir Switchwörter nehmen, ob wir wunderbare Achtsamkeitsübungen machen und die Übung, die du auch unter anderem in deinem Buch geschrieben hast. Es ist deine Entscheidung, darum geht es immer. Unsere Entscheidung jetzt, die Sendung zu beenden mit dem Spruch des Tages, liebe Zuschauer, denn wir sind schon wieder durch. Der echte Name für Glück und Zufriedenheit. Was, der echte Name? Ist Zufriedenheit. Ist Zufriedenheit. Mal guck mal, da kann man mal sehen, wo meine Aufmerksamkeit ist. Der echte Name für Glück ist Zufriedenheit. Da muss ich noch mal drüber nachdenken, ob das für mich auch